nett klingt, sondern beim Stimmen hört man ja, wie die Natur sich verhält. Wenn man die Obertöne auf einer Seite abgreift, dann klingen absolut reine Töne und man kann beobachten, an welchen Schnittpunkten das am lautesten und am stärksten resoniert. Das heißt, Stimmen ist immer auch etwas, das hat mit Naturbeobachtung zu tun. Und je mehr und je differenzierter wir wahrnehmen, und durch das Stimmen lernt man kleine Unterschiede hören. Und wer die Stimmkunst beherrscht, der hört einfach ein bisschen mehr und kriegt drum auch ein bisschen mehr mit vom Leben. Also das öffnet die Ohren, das öffnet die Wahrnehmung und das öffnet auch neue Bereiche für den Genuss. Und Kunst macht man in erster Linie, um zu genießen. Und das ist beim Wasserstoff etwas ganz Wunderbares. Er ist so reingestimmt, dass man ein grundlegendes Material hat, um ihn zu vertonen. Und es ist auch ein Beweis dafür, nicht? Goethe fragte, was ist es, was in der Welt das Allerinnerste zusammenhält? Beim kleinsten Atom, so wie die Elektronen von einer Bahn in die andere springen, so entstehen die verschiedenen Spektren, die Wasserstoffspektren, das sind jene Linien im Regenbogen, wo man auch sehen kann im Sichtbereich, das ist die Balmer-Serie, das sind elektromagnetische Schwingungen, die fehlen im Spektrum, erscheinen als schwarze Linien, weil der Wasserstoff diese Linien absorbiert. Es gibt auch solche Linien im Infrarot- und im Ultraviolettbereich. Und diese Linien, rein harmonisch gestimmt, kann man transponieren in den Hörbereich. Man kann also musikalisch sich anhören, wie funktioniert eigentlich die Quantenphysik in so einem Wasserstoffatom und was ist es, was für Bedingungen Elektronen um einen Atomkern erfüllen müssen, damit sie überhaupt existieren können. Das ist so wie mit der Erde. Die Erde kann nicht entscheiden, oh, ich will jetzt einen Gang schneller schalten und auf der Nordhalbkugel den Sommer jetzt ein bisschen kürzer machen, den Winter ein bisschen länger. Die Bahn der Erde ist genau vorgegeben und sie kann nicht anders. Und wir können mit unserem gar leichten Gehirn das sehr genau berechnen. Und so ist es auch bei den Elektronen um einen Atomkern. Die können nur nach ganz bestimmten Kriterien sich verhalten. Und diese Kriterien sind musikalisch, harmonisch gestimmt. Und auf diese Stimmung wollen wir uns heute speziell einlassen, also auf die Major-Stimmung im Universum, weil von keinem Element gibt es im Universum so viel wie vom Wasserstoff. Das ist also sozusagen die Hauptresonanz, der Major-Sound im Universum. Und Barnim, Akasha-Projekt, hat seit weit über 10 Jahren sich intensivst mit dem Wasserstoff beschäftigt und ich glaube keinen Menschen, der sich so lang und so intensiv genau diesen Frequenzen ausgesetzt hat. Und was dabei herausgekommen ist, das ist ein Wort, damit will ich überleiten, sich selbst komponierende Musik. Und dazu wird Bani hier einiges uns jetzt erzählen. Ja, danke schön, Hans. Diese schöne Einleitung und ich möchte jetzt das Ganze noch ein bisschen erweitern, sozusagen aus der Sicht des Praktikers und muss dann natürlich betonen, dass ich erstmal unglaublich dankbar bin, dass ich diesen Menschen vor vielen, vielen Jahren getroffen habe und er mich auf diesen Pfad geschickt hat, der für mich persönlich ganz viele Türen geöffnet hat, in vielerlei Hinsicht. Dazu später ein bisschen mehr.
Ausgangspunkt meiner Arbeit, also es stimmt schon, den Wasserstoff, mit dem habe ich mich jetzt ungefähr 10 Jahre beschäftigt, aber vor 20 Jahren habe ich angefangen mit den Klängen der Planeten. Das war erstmal der Ausgangspunkt und zuallererst eigentlich der Klang des Erdenjahrs, der sozusagen unser Heimatton ist, in dem also die Tibeter ja auch immer einstimmen oder in Indien der Grundton der indischen Musik ist, der also eine sehr lange magische Tradition schon hatte, bevor Hans Kusto daher kam und ihn mit dem Taschenrechner ausgerechnet hat. Er hat ihn quasi nur so wiederentdeckt oder sozusagen die mathematische Grundlage für diese uralte Magie geliefert, die Menschen schon immer gespürt und intuitiv erfahren haben. Und der Ausgangspunkt waren halt eine dieser berühmten Stimmgabeln, ich habe jetzt leider keine hier dabei, aber manche einer hat die vielleicht gesehen, es gibt diese kosmischen Stimmgabeln, die eben einen bestimmten Grundton eines Planeten darstellen. Und die sind sehr toll, weil man kann sie anschlagen, sich auf den Körper halten und eben diese Schwingung, diese spezielle Frequenz, oktavanaloge Frequenz sagen wir, oder wir sprechen auch von harmonikalen Kammerton, direkt in seinen Körper spüren, diese Vibrationen sich aufnehmen. Es gibt auch ein therapeutisches System namens Phonophorese, das eben mit diesen planetaren Stimmgabeln Behandlungen durchführt in Analogie zur Akupunktur, dass eben bestimmte Meridianpunkte mit diesen Schwingungen gereizt werden. Das ist eine ganz spannende Sache. Also ich hatte eben irgendwann diese Stimmgabel und fand den Ton ganz toll, musste dann aber feststellen, einen Nachteil hat das ganze Ding. Man schlägt sie an, man setzt sie auf und nach einer Weile hört sie wieder auf und dann muss man sie wieder anschlagen und wieder aufsetzen. Also etwas, was natürlich jetzt nicht gerade geeignet ist, um ein tiefes Loslassen, einen meditativen Fluss zu finden mit diesem Ton. Und da ich mich schon immer mit elektronischer Musik beschäftigt habe, war der Schritt natürlich ganz naheliegend zu sagen, ja, mit meinen Synthesizern, die kann ich sehr genau stimmen, da kann ich ja genau diesen Ton schaffen und eben als beständigen Loop. So dass es erstmal für mich persönlich eine Möglichkeit gibt, über dieser Frequenz zu meditieren, zu empfinden, wie diese Schwingung, was die mit dem Raum macht. Und das war dann halt der Ausgangspunkt für eine lange Reise. Zu diesem Grundton gesellten sich dann irgendwann die Obertöne. Jeder Grundton hat halt in bestimmten Abständen natürlich mitschwingende Ober- oder Teiltöne. Im Abstand der Oktave, der Quinte, der Terz, der Septime und es werden, je höher man geht, immer mehr. An der Anzahl der Obertöne können wir erfahren, wie ein Klang klingt. Wenn er dumpf klingt, zum Beispiel ein Flötenklang, hören wir nicht sehr viele Obertöne. Je mehr Obertöne dazukommen, desto heller wird der Ton. Ein Saxophon hat zum Beispiel einen sehr obertonreichen Klang. Also wir erkennen an der Anzahl der Obertöne und wie stark sie über dem Grundton ausgeprägt sind, den individuellen Klangcharakter eines Tones oder eines Instrumentes. Der Synthesizer ist ja sehr vielfältig, der hat einen sogenannten Filter, wo man einfach mit der Öffnung des Filters Obertöne addieren kann. Also wirklich ein hervorragendes Forschungsmittel, einfach um sich mit Frequenzen und Obertönen auszusetzen. Also war der erste Schritt, einen Grundton, planetaren, zu stimmen und dann analog zu der Obertonreihe eben diese Teiltöne, die im bestimmten Abstand sind, dazu zu addieren und eben aus diesen Teiltönen Melodien zu bilden. Das Ganze wurde dann erheblich viel komplizierter, als Hans irgendwann mit den Molekülen ankam. Es fing erstmal an mit Wirkstoffen, die wir ausprobiert haben in den 90er Jahren. Das waren halt MDMA, THC, LSD, weil wir uns natürlich gesagt haben, das ist ja mal eine spannende Überlegung, wenn man so ein Molekül, das eh eine starke Wirkung auf das Bewusstsein, auf die Wahrnehmung hat, zum Klingen bringt, ob man dann ähnliche Effekte erfahren kann dadurch, durch den Klang. Das war, denke ich mal, der Ausgangspunkt damals für diese Überlegung. Bald darauf kam aber dann der Wasserstoff dazu. Und der Wasserstoff war für mich ein ganz neues Kapitel, weil er wirklich ein Fundamentalklang unseres Seins ist und, wie Hans eben so schön sagte, uns die Möglichkeit gibt, uns auf eine sinnliche Art und Weise mit dem Thema Quantenphysik zu nähern. Und Quantenphysik ist ja so eine Sache, wir alle sind eigentlich schon, es ist ein alter Hut, seit 100 Jahren mit der Quantenphysik konfrontiert und trotzdem ist der Zugang sehr schwierig, weil sich die Dinge, wie sie in der Quantenphysik dargestellt werden, radikal von unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit unterscheiden. Mittlerweile wissen wir aber, die Quantenphysik ist wahr, denn ohne die Quantenphysik würden unsere wunderbaren Handys und Computer überhaupt nicht funktionieren. Also gilt es jetzt nun darum, eigentlich in diesem neuen Jahrtausend, ich habe immer das Gefühl, das letzte Jahrtausend war Relativitätstheorie, Einstein, diese Message erstmal zu verdauen,
die Dinge, die praktisch Einstein mit seiner Relativitätstheorie uns als neues Weltbild gegeben hat, zu verstehen, zu integrieren in unsere Wahrnehmung. Science-Fiction-Filme haben da viel geholfen. Und nun, im neuen Jahrtausend, denke ich, liegt es daran, die Paradigmen der Quantenphysik zu verstehen und über sie vielleicht zu entdecken, wie vieles, was für uns bisher unerklärlich erscheint, was vielleicht mehr auf dem subjektiven Bereich von Gefühlswahrnehmung liegt, sich über das Verstehen quantischer Zusammenhänge vielleicht einfach auch besser verstehen lässt. Jedenfalls kam er dann halt an mit dem Wasserstoff und ich halt immer schön einen Grundton, Obertöne drauf, fertig ist die Laube, so machen wir eine Meditationsmusik, war plötzlich damit konfrontiert, dass ich 20 verschiedene Frequenzen hatte, eben aus diesen von ihm beschriebenen Serien des Wasserstoffs, die absteigend immer einen Ton höher haben, es fängt dann mit 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20 spektrale Frequenzen sozusagen und dazu noch 5 Grenzwerte. Jede Serie hat eben auch einen Grenzwert, zu dem sie hintendiert, den sie aber niemals erreicht, der also in der Form wirklich sowas wie eine Begrenzung des frequentiellen Raums des Atoms darstellt. Ja, gut, okay, also da musste ich mich natürlich erstmal hinsetzen und ein bisschen was lesen über Physik, über Quantenphysik, um ein Feeling zu entwickeln, um eine Idee zu entwickeln, wie man das jetzt in Musik umsetzen kann. Weil mein Anspruch an die Geschichte war schon, dass es mir darum ging, diese Mathematik der Spektralserien möglichst direkt darzustellen. Also mir nicht als Künstler irgendeine Musik darüber auszudenken, mich triggern zu lassen von diesen Bildern und dann halt aus meiner Imagination Töne zu schaffen, sondern es war mehr die Idee, die Arbeit wie ein Archäologe, der letztendlich dieses gegebene Klangfeld, diese Harmonik, die in den Sprüngen des Elektrons um den Atomkern steckt, das Pulsieren unter der Planck'schen Ebene, also das, was eigentlich unserer direkten Wahrnehmung nicht zugänglich ist, in eine adäquate Musik umzusetzen, ein Klangfeld zu erschaffen, was eben diesen Tanz des Elektrons möglichst 1:1 und möglichst genau wiedergibt, um einfach zu entdecken, wie klingt das, was unsere Welt im Innersten zusammenhält. Das hat eine ganze Weile gedauert und die Lösung war, wie oft in solchen Dingen, ganz einfach. Also man am Anfang, wir haben oft das Problem, glaube ich, oder ich kenne das so von mir in meiner Arbeit, dass ich, wenn ich so etwas angehe, viel zu kompliziert denke. Und je länger ich dran arbeite, desto mehr komme ich eigentlich zur Einfachheit. Und das war dann schon überraschend, als dann plötzlich in so einer Eingebung mir auf einmal klar war, wie mache ich es denn? Wir haben also 20 Frequenzen und mit der kosmischen Oktave erreichen wir nicht nur eine oktavanaloge Frequenz, sondern eben auch eine oktavanaloge Rhythmusgeschwindigkeit. Das heißt, ich hatte pro Ton eben eine bestimmte tonale Frequenz gegeben, ja, ist gut, und eine dem Ton zugeordnete Rhythmusgeschwindigkeit. Und somit konnte ich eine Art Matrix erstellen. Und der Vorgang war dann ganz einfach. Ich habe jeden einzelnen Ton genommen, ihn mit seiner Rhythmusgeschwindigkeit entsprechend als Loop immer wieder abgespielt. Erstmal nur als einzelnes Event, also ein Ton, der halt ping, ping, ping immer wieder kommt. Und das habe ich so fleißig mit allen 20 Spektren gemacht und den Grenzwerten. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, worauf es hinausläuft. Also wenn man einen Ton immer mit seiner Geschwindigkeit abspielt, dann den nächsten Ton dazu addiert, der wiederum eine andere Frequenz hat und eine eigene Rhythmusgeschwindigkeit, die sich von der ersten unterscheidet, haben wir schon etwas zwei Töne, die sich quasi gegenseitig modulieren und die beständig ihr Verhältnis zueinander verändern. Und wenn man das auf 20 Töne insgesamt ausdehnt, entsteht ein klangliches Bewegungsfeld. Und das war dann wiederum der Punkt, wo mir dieser Begriff selbstkomponierende Musik kam, weil ich dann einfach sah, als Musiker habe ich das jetzt einfach nur eingestellt, in meinem Sequenzer, auf Start gedrückt und ich konnte mir anhören, was passierte und entdeckte, dass ich dadurch ein Klangfeld geschaffen habe, was erstmal einerseits fremd ist von seiner Rhythmik und Melodik, andererseits aber auch vertraut, weil die Töne eben sehr viele harmonische Bezüge haben. Harmonik in dem Sinne, wie wir mit unseren Sinnen Harmonie empfinden.
also kein chaotisches Klangfeld, sondern ein seltsames, ursprüngliches, harmonisches Klanggeschehen. Und ich konnte einfach zurücktreten und sehe, die Musik komponiert sich von selber. Ich habe sie quasi nur eingestellt und sie entstand. Das war natürlich nur der erste Schritt und die Verfeinerung dieses Vorgangs ging dann weiter. Klänge an sich, wie sie der Synthesizer herstellt, sind ja auch tonale Ereignisse. Also hatte ich auch die Möglichkeit, die Parameter eines Klanges selber, das heißt die Geschwindigkeit, wie schnell ein Klang hörbar wird, wie lange er stehen bleibt, wie hell er wird, wie schnell die Helligkeit des Filters sich öffnet und wieder schließt, eben auch von diesen beiden Grundprinzipien, Frequenz und Rhythmusgeschwindigkeit, bestimmen zu lassen. Das heißt, der erste Schritt war, dieses Notenmuster freizulegen des Wasserstoffatoms. Und der nächste Schritt in der Arbeit war, die Klänge anzupassen, dass sie eben auch wasserstoffmoduliert sind. Und dann war wieder der gleiche Effekt. Ich drückte auf Start, konnte zurückgehen und hören, wie einfach etwas von ganz alleine entstand. Was für mich sehr faszinierend war. Und das ist so ganz einfach mal gesagt die Grundlage der Kompositionstechnik einer Quantenmusik. Und um das jetzt mal kurz zu vertiefen, möchte ich euch jetzt ein kleines Klangbeispiel dazu geben, wie das dann eben klingt, was ich da eben so beschrieben habe. Und danach erzähle ich dann noch ein bisschen was zu der Wirkung, die es halt auf mich gezeigt hat.
Das war jetzt nur ein kleines Klangbeispiel. Nachher in meinem Konzertteil ab 0 Uhr werde ich die Planeten spielen und dann nochmal den Wasserstoff auch spielen und selber modulieren. Das war eben auch ein Beispiel. Ich saß ja eben ganz reflex hier vorne und konnte meine Maschinen einfach laufen lassen. Also die Quantenmusik ist auch für uns Musiker was extrem Genussvolles, weil wenn man die Einstellung erstmal gemacht hat, dann selbst komponierend, passiert der Rest eigentlich von selber. Das heißt, man kann sich selber auch sehr gut darauf konzentrieren, zu meditieren und zu erspüren, was da geschieht und was für Resonanzen das in einem auslöst. Wenn ich den Wasserstoff dann spiele im Konzert, greife ich dann schon noch ein bisschen mehr ein, weil jetzt waren zum Beispiel im Grunde alle Serien vertreten in verschiedenen Lautstärken. Diese Serien des Wasserstoffs geben die Sprünge des Elektrons auf eine bestimmte Schale um den Atomkern wieder. Und dabei wird halt ein Photon, ein Lichtquant, emittiert. Und dieses Lichtquant ist letztendlich der ausschlaggebende Punkt, auf dem die Frequenz abgeleitet wird. Und der ist eben mal im innersten Kreis, im Ultraviolettspektrum, in der zweiten Bahn, in der Balmer-Serie, im sichtbaren Lichtspektrum und in den äußeren Bahnen im Infrarotbereich. Und wenn ich dann nachher den Wasserstoff spiele, dann stelle ich mir das immer so ein bisschen vor, wie wenn ich der Kapitän in so einem Captain Nemo U-Boot bin, das eben extrem verkleinert wurde, sodass wir in die atomare Ebene unter der Planck'schen Konstante einschwenken können und ich eben als Kapitän die Freiheit habe, zum Beispiel zu sagen, jetzt gehen wir mehr in den Ultraviolettbereich oder jetzt betone ich mehr die Elektronensprünge im sichtbaren Bereich, also dass man quasi verschiedene Standpunkte in diesem Quantenballett einnimmt und diese Betonung so ein bisschen rausarbeitet. Also auch da ist es, dass ich dann keine Töne dazu spiele, die mir irgendwie kommen oder so, sondern eher die Gewichtung, die Betonung und die Modulation in Lautstärke der einzelnen Spektren untereinander regle und damit natürlich noch mehr Bewegung und einen musikalischen Ablauf und Spannungsbogen einfüge. Aber im Prinzip kann man das einfach so laufen lassen, das geht so, es geht gegen unendlich, also man kann das auch bis zum Ende aller Tage laufen lassen, weil es ja ein Vorgang ist, der auch beständig passiert. Und ja, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, man beschäftigt sich nicht 10 Jahre mit solchen Frequenzen tagtäglich über viele Stunden, ohne dass das irgendwie was mit einem macht. Denn das ist ja auch der Grund, dieses Warum. Warum machen wir das überhaupt? Warum machen wir Töne mit den Planeten, mit Molekülen, mit den Elektronensprüngen? Das Thema des heutigen Abends ist ja auch Klangwirkstoff. Und es geht natürlich darauf zu erforschen, was haben diese Klänge mit uns zu tun und was für eine Wirkung haben sie. In dem planetaren Bereich gibt es da inzwischen vielfältigste Forschung. Wie gesagt, in der Phonophorese wird das im medizinischen Bereich angewendet, dass diese Töne eben eine Wirkung haben. Das Erdenjahr, ein Cis, etwas tiefer gestimmt als unser Norm-Cis mit 136,10 Hertz. Also 136 Mal schwingt dieser Ton in der Sekunde, ist zum Beispiel verblüffend dicht dran an einer ganz starken Konstante in unserem körperlichen Sein, nämlich an der
Geschwindigkeit der Natrium-Kalium-Pumpe. Hat vielleicht jeder mal früher im Biounterricht gehört. Das ist also sozusagen der Informationsaustausch in unseren Körperzellen. Und der findet ungefähr zwischen 135 und 137 Mal in der Sekunde statt. Das heißt, wenn wir einen Ton mit 136,10 Hertz hören, und hören heißt ja immer wahrnehmen, sich damit synchronisieren, das heißt, wir schwingen uns ein im Prozess des Hörens, dann ist das etwas, was nicht in irgendeinem krassen negativen Verhältnis zu unserem Sein steht, sondern ganz im Gegenteil, das Signal an unserer zellulären Ebene ist eigentlich, sie kann sich ganz entspannt zurücklesen und entspannen. Das schwingt genauso wie Icke. So. Und das begründet zum Beispiel auch für mich die Tatsache, warum indische Yogis und Mönche schon vor vielen Jahrtausenden diese Ton gefunden haben in ihren Meditationen. Weil er ist sozusagen in uns eingebaut und er ist ein Teil unseres Wesens und man kann ihn eben erspüren oder man kann ihn ausrechnen. Und das ist natürlich, wenn man dann mit diesem Planeten arbeitet, für mich ist dann immer der Ansatz eigentlich der Gedanke unserer persönlichen Bewusstseinsentwicklung. Weil wir machen ja einen bestimmten Weg, traue ich, wenn wir hier auf der Erde sind. Meistens werden wir alle erst relativ dumm geboren und lernen dann eine Menge durch Schicksal, durch Wege und Bewusstsein. Und ich denke, die meisten hier im Raum sind da auch schon, beschäftigen sich ihr ganzes Leben oder eine lange Zeit drin mit diesem Gedanken halt des Erweiterns der Wahrnehmung und des Bewusstseins, wo es ja mannigfaltige Techniken in dieser Welt gibt über Meditation und bestimmte Substanzen. Also das Experimentierfeld ist groß. Und es ist uns ja scheinbar auch ein Bedürfnis, uns zu entwickeln und weiterzukommen. Und die Arbeit mit den harmonikalen Kammertönen hat in mir irgendwann mal dieses Bild entstehen lassen, was ja auch nicht mein Bild ist, es ist ein allgemeines Bild, aber ich fand es sehr passend, mit dem Sein als Schläfer eigentlich. Also dass wir im Prinzip, so wie wir sind in dieser Welt, schlafen. Und manchmal wachen wir kurz auf, blinzeln, sehen ein bisschen mehr von der Wirklichkeit, aber schlafen wieder ein. Und ich habe das Gefühl, es ist momentan eine Zeit, wo immer mehr Wesen auf dieser Erde gerne aufwachen wollen. Und es ist ja auch eine Zeit, wo viel so Ängste umgehen, Ängste vor dem Weltuntergang 2012 als Stichwort, viele Gedanken darüber sind unterwegs. Und da habe ich dann das Bild gehabt, okay, wenn man kurz vorm Aufwachen ist, dann hat man meistens eine REM-Schlafphase, die gekennzeichnet ist von starker Traumtätigkeit. Und das würde dann auch wieder so als kollektives Bild auf uns passen. Viele Menschen sind jetzt gerade unruhig, haben auch persönliche Schicksalsprobleme, mit vielen Veränderungen zu kämpfen. In der Welt draußen sehen wir das auch. Politische Veränderungen, Fukushima, vieles ist passiert. Es ist wie eine unruhige Traumphase vor dem Aufwachen. Und das Ziel ist das Erwachen. Und dieses Erwachen bedeutet eben mehr wahrnehmen. Da geht noch ganz viel mehr. Also ich sehe das bei mir, egal wie viel ich schon wahrnehme, wie tief ich mich in die Schönheit einer Blume oder in die Schönheit eines Himmels versenken kann, da geht immer noch mehr. Es ist ein Weg, der nicht absehbar ist, wohin der führt. Und diese Intensivierung der Wahrnehmung hat auch was mit Intensivierung von Lebensglück zu tun. Und im Alltag passiert oft das Gegenteil. Angst führt zu Wahrnehmungseinschränkungen. Weil man muss sich konzentrieren auf die wichtigen Dinge. Angst ist eine Gefahr, ist im Raum. Es könnte etwas passieren, also schränke ich meine Wahrnehmung ein und versuche mich zu konzentrieren, was für Lösungen ich finde. Es gibt auch Doktrinen in neoliberalen Kreisen schon seit den 50er Jahren, die sich bewusst aussagen, dass es sehr klug ist, die Menschen in einer beständigen Angst und Panik zu halten, damit sie leichter führbar sind. Und das ist etwas, was ich immer sehr wichtig finde, wenn man eben mit Weltuntergangsgeschichten, Ankündigungen konfrontiert wird, zu überlegen, was steckt dahinter. Überhaupt sind alle intellektuellen Informationen heutzutage, finde ich, sehr fragwürdig, egal aus welcher Richtung sie kommen. Denn ein wenig ist es schon so, dass wir eigentlich uns lange schon in einem Krieg befinden auf dieser Welt, in einem globalen Krieg. Und es gibt die Weisheit, dass im Krieg zuerst die Wahrheit stirbt.
und jede Information einem Propagandagedanken unterliegt. Und für mich als Künstler ist dann das Schöne, oder es führt mich in den Bereich der Reduktion auf fundamentale Dinge, auf die Abstraktion der Kunst. Ich liebe abstrakte Bilder, ich liebe abstrakte Töne, die möglichst reduziert sind, weil die mir wenig sagen, aber eine sinnliche Erfahrung mir vermitteln, über die ich wiederum Wahrheiten in mir entdecken kann. Und wenn wir sagen Klangwirkstoff, dann ist der Ansatzpunkt eben nicht der, dass wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, welcher Klang, welche Frequenz könnte die und die Wirkung auf die Menschen ausüben, wie können wir das hinzustellen oder aufgeregt zu machen, sondern durch Custos Gedanken ist Klangwirkstoff eben eine Musik, die Töne aus der Natur hörbar macht. Und so wie das bei den Planeten halt darum geht, wenn ich einen Planetenton spiele, letztendlich meinen Kopf, meinen Blick zu heben und mir die Realität des Sonnensystems, des Kosmoses wirklich klar zu machen, was ja leicht im Alltag verschwindet. Ich meine, im Alltag haben wir alle ganz andere Probleme. Wie bezahle ich meine Miete oder wie löse ich einen Beziehungsstress oder so? Und das ist eben auch etwas, was mit Angst beladen ist und die Wahrnehmung verengt. Und dieses Öffnen zu dieser Realität der Planeten, die keine Science-Fiction sind, sondern sie sind wirklich da und sie sind mächtig und sie sind wunderschön. Und dieses Sonnensystem selber ist wiederum nur eine ganz kleine Insel, die sich um die gigantische Milchstraße mit einer unheimlichen Geschwindigkeit bewegt. Das ist Realität, das ist wirkliche Wahrheit. Und wir sind ein Teil dieser Realität. Und sich dem zu öffnen und dann noch darüber hinaus zu blicken, unsere Milchstraße, so groß wie sie ist, ist nur ein kleiner Teil einer sogenannten lokalen Gruppe. Da gibt es den Andromeda-Nebel, die Magellanschenwolke. Die wiederum umkreist eine viel größere Gruppe an Galaxien. Alle groß oder größer wie unsere Milchstraße. Und die wiederum bewegen sich um ein noch größeres Struktur herum, großen Attraktor genannt. Und es geht eigentlich unendlich weiter. Und es hat ja so ein bisschen diesen Effekt, das kennt ja auch jeder, wenn man in der Natur ist, man steht am Meer, sieht einen wunderbaren Sonnenaufgang dort, oder man ist in den Bergen und lässt seinen Blick über die majestätischen Weiten schweifen, wie wir auf einmal erleben, wie wir selber etwas kleiner werden, die Wahrnehmung von unserem Ich, von unseren Problemen. Und wie uns das gut tut, deswegen machen wir oft Urlaub an solchen Orten, weil es heilend ist, weil es etwas gerade rückt, weil wir nämlich in unserer modernen medialen Welt auch so auf dieses Ich und seine Probleme konzentriert sind, dass es eben nicht mehr im natürlichen Rahmen ist und viele von uns auch krank werden dadurch. Und wie erholsam ist es eben, sich dann in der Natur wieder praktisch in die wahre Größe, die wir haben, zurückzusetzen. Weil wir haben auch alle nur eine kurze Zeit hier, in der wir leben und genießen können. Und das sind eben so Gedanken, die für mich analog gekommen sind mit der Arbeit mit den harmonikalen Kammertönen. Einen Planeten einstimmen ist für mich so ähnlich, wenn ich das dann mache mit den Obertönen und alles schön resoniert, wie eben am Meer stehen oder in den Bergen oder zum Sternenhimmel nachts aufgucken und sich bewusst werden, dass man nur ein kleines Teil ist, aber für einen selber natürlich das wichtigste Teil in diesem Universum und dass man ein Bestandteil von allem ist. Und mit dem Wasserstoff ist es das gleiche umgekehrt. Sich klar zu machen, sinnlich klar zu machen, dass wir aus Atomen bestehen, aus Molekülen. Atome letztendlich in ihrer untersten Struktur quasi nichts sind. Riesiger leerer Raum, in dem nur Schwingung existiert. Und das macht all diese feste Materie aus um uns herum. Uns selber, unsere Gedanken sogar, unsere Gefühle. Und diese Dinge halt. Es kann helfen, eben diese kosmischen Töne die zu hören und die Musik zu machen, in ihnen zu schwingen, um sich dessen bewusst zu machen. Und damit dann vielleicht eben ein bisschen dieses kosmische Bewusstsein, was Hans auch angesprochen hat, zu realisieren. Das ist also eigentlich der Sinn für Klangwirkstoff. Oder für mich, diesen Klangwirkstoff, diesen kosmischen Klangwirkstoff herzustellen, in erster Linie, damit ich selber meinen Blick hebe zu den Planeten und zu den Atomen und mir meinen Platz im Universum bewusst werde. Und das Erstaunliche ist halt, dass es auf Dauer eine Therapie ist, die sehr gute Laune schafft und den Spaß und die Freude
an dem Sein auf alle Fälle nachhaltig mehren kann. Ja, und das ist jetzt eigentlich mein Beitrag gewesen. Ich denke mal, wir können jetzt mal fragen, ob Fragen da sind. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, wenn an Hans oder mich, ja, gerne, noch Fragen gibt. Also ich hätte mal eine Frage, und zwar, wir bewegen uns ja mit unserer Instrumentenschwung auf 440 Hertz, meines Wissens. Und das müsste ja dann irgendwie tiefer sein, also ist es richtig 433 Hertz, oder? Also wie kann ich mein Instrument quasi im Alltag stimmen, jetzt also mehr auf dieser Frequenz zu liegen, also offensichtlich weniger daneben? Also mit der Frequenz, der wir in der Musik aussetzen. Ja, also der heutige gängige Kammerton 440 Hertz, der wurde 1939 an einer Stimmtonkonferenz in London von irgendwelchen Regierungsbeamten so festgelegt. Das war so ein Kompromiss. Die Franzosen wollten 435 Hertz, ich glaube die Italiener, weil Giuseppe Verdi, der sagte immer 432 Hertz. Und so gab es unterschiedliche Interessen. Also Instrumentenbauer waren eher für höhere Töne, Opernsänger waren eher für tiefere Töne. Und man hat sich dann halt einfach geeinigt. Aber wenn man zum Beispiel eine Musik mit dem Jahreston machen will, schon relativ nah kommt man, wenn man also sein Klavier oder sein Spinett oder sein Cembalo auf 432 das A stimmt, wie also Giacomo Rossini und Giuseppe Verdi, also die haben Giacomo Meyerbeer, Entschuldigung, und die haben diesen Ton gewählt, weil sie schon eine besondere Empfindung dazu hatten. Man kann, je nachdem, wie man sich einstimmen will, im Internet, zum Beispiel unter planetware.de, sich Stimmtabellen runterladen mit allen MIDI-Daten, wie man also auch seine Synthesizer programmieren kann, damit sie frequenzanalog, oktavanalog zu bestimmten Planeten oder auch bestimmte Moleküle, also wir haben THC, LSD und MDMA und sind gerade jetzt an neueren Arbeiten, DMT interessiert uns gerade, wie das so klingt. Und dann eben auf der atomaren Ebene der Wasserstoff, auch Gold haben wir gemacht, das wollten die Amerikaner, die auf einem Konzert im Rathaus Schöneberg, das war das Ricochet Gathering, wo auch die CD vom Cosmic Octave Orchestra, das ist ein Live-Mitschnitt von diesem Ricochet Gathering, das ist also ein Festival, wo, sagen wir, die Berliner Schule weiterentwickelt wird. Berliner Schule, das ist so Tangerine Dream und Konsorten. Und man kann also je nach Bedürfnis sich diese ganzen Stimmtabellen und auch die Grundtöne als WAV-Datei, da braucht man nicht Stimmgabel, sondern kann das gleich also mit dem Computer sozusagen seine Instrumente auch analog stimmen. Ja, ich wollte mal auf dieses Tonbeispiel von vorhin eingehen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was wir gehört haben, diese Frequenz, was wir gehört haben, diese Frequenzen, diese... Das ist viel einfacher. Also ich wollte mal kurz auf das Tonbeispiel von vorhin eingehen. Was wir gehört haben, diese Frequenzen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Frequenzen, die Töne selbst, die Höhen, die Tiefen, das ist ja all das, was du vorhin gesagt hast, was sich selbst komponiert quasi. Meine Frage ist, ich drücke das jetzt mal profan aus, ich habe jetzt gehört diesen Grundton, diesen Schwingenden, ich habe gehört sowas, was für meine Ohren wie so eine Art Chor klang, ich habe gehört etwas, was einem Klavier ähnlich klang, etwas, was einem Xylophon ähnlich klang. Diese Klänge, die wählst du aus oder hast du da auch jetzt quasi ein System da entwickelt, dass genau diese Klänge jetzt kommen? Ja, also diese Klänge, und das ist wahrscheinlich mit diesem Modulation ein bisschen missverständlich gewesen, die wähle ich natürlich erstmal aus nach meinem ästhetischen Empfinden, wobei ich dann auch nicht umhin kam, mir bestimmte Regeln zu machen. Zum Beispiel habe ich mir irgendwann die Regeln gemacht,
Die Einzelklänge des Spektrums werden als perkussive Klänge dargestellt, also eben als Klavier, Gitarren, Vibraphon ähnlicher Klang. Und diese Grenzwerte, die ja eben auch die Grenze darstellen des Schwingungsraums, als Flächenklänge. Das heißt, die tiefe Frequenz, die unter allem lag, das war die Rydberg-Konstante. Das ist sozusagen der marginale Grundton, der Hauptgrenzwert für das Atom selber. Der ist halt, taucht sehr oft auf in der Mathematik der Spektralserien und deswegen habe ich ihn sozusagen als sehr mächtigen Grundton erstmal als Bühne sozusagen für das, was geschieht, kreiert. Dann entsteht natürlich die Auswahl, dass ich in den Synthesizern, ich meine, man sagt zwar, es gibt unendlich viele Klänge, aber letztendlich musikalisch sinnvolle Klänge sind natürlich schon gefunden und ein Klavierklang hat eine bestimmte Funktion und den halt benutze, aber ihn modifiziere. Das heißt, die Art, wie der Ton eben dann abläuft, in seiner Helligkeit, in seiner Klanglänge, wird wiederum abgeleitet aus der Mathematik des Wasserstoffatoms. Aber es sind dann natürlich schon, ich arbeite dann schon mit bewussten, auch wiedererkennbaren Klängen, teils mutieren die Klänge auch. Ich habe auch erlebt, dass ich mit dem Klavierklang angefangen habe, als ich alles eingestemmt habe, klang das nach allem Möglichen, aber nicht nach dem Klavier. Oder umgekehrt, ein anderer Klang ist von alleine dahin mutiert, dass er auf einmal plötzlich wie ein Klavier klang. Das sind dann so die Entdeckungsfreuden, die man bei diesem Glasperlenspiel eigentlich hat, wenn man diese Dinge einstellt. Aber es ist natürlich klar, die grundlegende Soundästhetik sozusagen des Klangbildes, das ist natürlich dann wieder, da komme ich dann mit rein als Resonanzkörper oder als Künstler, der dann einfach geschmacklich sagt, ja, das so gefällt es mir, das passt und so nehmen wir das dann auch. Ich habe da noch eine kleine andere Frage. Ich habe mal gehört, dass in der digitalen Ebene, wenn, also sagen wir mal so, du hast jetzt ein Klavier, nehmen wir mal an, ein Naturklavier, das du jetzt digitalisierst sozusagen, ja. Da habe ich mal gehört, dass es da eine 2-Hertz-Verschiebung gibt. Das heißt, wenn das Naturklavier tatsächlich in 440 Hertz steht, als Beispiel, würde das als digitaler Tonwert auf 442 Hertz sozusagen reproduktiv sein. Aha. Würde das denn bei deiner, sagen wir so, wenn du jetzt deine klanglichen Bilder erstellst, also in Anlehnung der Herzzahl 3160 meinetwegen fürs Jahr, ja, musst du da denn auch mit dieser digitalen Umwandlung rechnen? Oder? Also es ist richtig, es gilt natürlich bei allen technischen Bearbeitungen immer darauf zu achten, dass sich der Grundton nicht verschiebt. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja in der Schwingung bleiben. Aber ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, was für eine Quelle das bei dir ist da. Ich habe natürlich nicht unbedingt die Erfahrung, weil das klassische Beispiel ist ja, dass man als elektronischer Musiker mit einem Sampler arbeitet, also ein Gerät, was digital einen Ton aufnimmt. Und wenn ich von einem Naturklavier oder von einer Gitarre einen Ton sample, dann hat er hinterher die gleiche Tonhöhe. Also die Tonhöhe, die Frequenz verändert sich nicht, wenn das Gerät ein bisschen was taugt. Was sich natürlich verändert, ist ein wenig die Konsistenz des Tones, weil jede Aufnahme, ähnlich wie eine Fotografie, ein Abbild ist. Und da natürlich, wenn ein richtiges Klavier, das ist ja nicht nur der Seitenton, der direkte Ton, es ist die Resonanz des Korpus, es ist die Resonanz im Raum, also das ist ein sehr komplexes Klangfeld, wo es einfach unglaublich schwierig ist, das 1:1 aufzunehmen. Und es gibt natürlich sehr hochqualitative Samples jetzt vom Bösendorfer Piano oder sonst was, die auch viel Geld kosten, weil das ein immenser Aufwand ist, das wirklich klangtreu hinzukriegen. Das sind das die Schwingungswerte auch. Die ja, ja. Und die verschieben sich durch diesen Digitalisierungsprozess, habe ich, also so in dieser ja, Historie, ja, analog, digital, ja, mehr ja, oder weniger ja, so entnommen. Ne? Also war ist, jetzt nur eine Grund- genau, ist aber eigentlich bei mir nicht so ein Problem, weil ich eben direkt mit Synthesizern arbeite, also ja, schon auf der digitalen Ebene anfange ja, und da eben genau stimme. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht den Schritt, dass ich einen natürlichen Klang habe, den ich dann digitalisiere, sondern ich fange schon mit natürlichen, mit digitalisierten Klängen an, die dann eben genau bestimmt werden. Und darum habe ich dann nicht das Problem, dass ich plötzlich etwas in einem Arbeitsschritt verändern könnte. Ich glaube, es war so auch Problematik mit diesem Analog-Synthesizer sozusagen, der jetzt auch Konzentratorenstimmung, ja, für Schwingung arbeitet. Ich glaube, da war auch dieses Diskrepanz gegeben, ja, dass ja, sie nachher eben halt in den digitalen Raum versetzen. Mhm. Also,
interessant auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall, man kann dazu sagen, wenn man also mit einer Stimmgabel einen Flügel stimmt und auch nach Ohr, nach der Stimmgabel einen Synthesizer und dann die Frequenzen wieder misst mit einem Kathodenoszillograph, dann sieht man und vor allem, man hört es auch, die Schwingungen sind gleich, sie sind schwebungsfrei. Und also wenn ich einen Flügel stimme und ich stimme den zum Beispiel auf 442,46 Hertz, das wäre jetzt die Venusstimmung, und ich gebe die entsprechenden Parameter in einen Synthesizer ein, dann kommen die gleichen Töne raus. Also das haben wir öfters überprüft und auch DJs wissen das, wenn sie also zum Beispiel eine CD von Akasha Project und eine CD von Bert und eine CD vom Star Sounds Orchestra haben und sie mischen die miteinander, dann kann man die absolut korrekt miteinander mischen und die stimmen genau überein. Ich habe noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob dir das Stichwort Global Scaling etwas sagt. Ja, Global Scaling. Also da wird halt das Schwingungssystem auf die Eigenschwingung des Protons zurückgeführt. Weißt du was darüber? Ja, also man kann die Eigenschwingung des Protons, man kann sogar noch ein bisschen weiter gehen. Es ist nämlich sozusagen das minimalste physikalisch vorstellbare schwarze Loch. Und wie lang würde ein Lichtquant brauchen, um da herumzugehen? Denn wenn es eine bestimmte Zeit unterschreitet, dann verschwindet, das ist, wenn es schneller als Lichtgeschwindigkeit geht, dann versinkt dieses gedachte Teil, zum Beispiel ein Elektron, in diesem schwarzen Loch. Und wenn dich die Frage genauer interessiert, der Norbert ist hier, der hat sich mit der Philosophie der Einheit und mit diesen elementarsten Schwingungen, mit dem eigentlichen Urton des Universums beschäftigt. Und ja, wir sind zu einem Zeitpunkt angekommen, dass wir eine kurze Pause machen werden. Und dann wird Christian Rätsch hier uns einiges sicher sehr Interessantes erzählen. Und wer mehr wissen möchte, rechts von der Bar ist so ein kleiner Durchgang. Da gibt es Infostände, da kann man verschiedene Musiker treffen, die sich mit diesen Tönen lange beschäftigen. Und Leute, die sich theoretisch damit beschäftigen oder mit farbigen Noten und ähnliche mehr. Also in diesem Sinne erstmal eine schöne Pause und danke für die Aufmerksamkeit.